Da unsere Hoppalas jedes Jahr sehr gut ankommen, gibt es natürlich noch einen zweiten Teil von den lustigsten Momenten im vergangenen Jahr. Ich wünsche viel Spaß. Ich habe da so einen Ausschnitt. Ja. Und da auch so einen Ausschnitt, dass du da drauf bist. Und der Elisabeth hat gar keinen Ausschnitt, gell? Ist dir das eh aufgefallen? Bitte. Da habe ich noch nicht. Und das Schönste ist überhaupt, dass du mit deinem Mühviertel TV da bei uns bist, im Berg am Hauptplatz. Berg, wenn was los ist, dann ist gescheit was los. Ja, freilich, wenn wir da Live-Musik haben, siehst du das eh da oben. Wenn der Ben noch spielt, dann geht was weiter. Steht ein wenig so. Wir nicht, nein, oder? Okay, so können wir weiter plaudern. Kreindl Gerhard aus Kaltenberg, habe eine Familie mit 4 Kindern, bin auch sehr glücklich verheiratet, natürlich, sehr klar. Der Philipp und der Christoph, wir kennen uns ganz gut. Wenn es irgendwo brennt, wir kommen auch auf einen Sonntag zusammen. Kein Thema für uns. Was uns du es erzählst. Ja, du willst nur was wissen. Danke, danke. Ich bin ganz gerne Trinker von Freischütter. Hey, wo du her bist, das ist ein Hammerbier. Das trinke ich so gerne. Ja, wirklich, super. Ein Drahtseintrunk. Ja, aber das, was wir jetzt reden, das kommt maximal oft am Ende von Jahr, gell, wenn das alles die ganze Kacke gibt. Wieso kommst du mir denn du heute so nahe? Ja, warum die so nahe kommen, weil es mir du so gefällst. Und das Tigergleit da, so, das ist was prima. Prima, ja. Ja. Nein, das ist. Ich sag das so richtig. Das spricht mir richtig an. Ja. Nein, ich muss ganz ehrlich sein, so eine Reporterin muss man finden, die gibt es nicht alle Tage. Man hat so einen Humor und du gehst überall nach, weißt du, bist du da herumgeboren. Aber im Mühviertel auf jeden Fall. Im Mühviertel, nein, es ist sensationell. Also eine Ausstrahlung, ja, da geht man gerne zu. Ja. Ja, also wir waren zuerst dort in der Seilbahn, dann waren wir ganz hinten in der Seilbahn, dann waren wir nur bei der Feibe und jetzt haben wir da und haben uns da noch ein Seil gekauft. Das taugt mir eigentlich, muss ich sagen. Sonst auch noch was? Da, ich will es noch gar nicht verzögern. Gibt es da noch was anderes auch, als ja. Wie Seilen? Ja, wir haben uns dort vorne eine halbe auch gekauft zuerst. Ein bisschen schräg, glaube ich, sollte jeder sein. So bist du auch, oder? Ja, so bin ich auch, sage ich voll weh. Was war denn deine schrägste Geschichte im Leben? Also mir taugt das voll da, weil ich habe jetzt da ein Mineralwasser und da hinten hat es ein Mineralwasser gegeben. Und da hinten habe ich mir noch Mineralwasser können und da drüben. Okay. Mein schrägster Weg. War immer Vogelwild. Machst du Bedenkzeit noch ein bisschen, dann komme ich nachher nochmal. Ja, da kommst du nochmal. Na, weil. Lass mal, ja, drehen wir an. Warte mal. Nein, ich komme jetzt zu dir. Nein, ich mach. So, passt das für dich, ja? Ich hoffe, du hast das nicht zu kurz. Nein, das war so laut. Wirklich? Okay, passt. Ja, perfekt. Perfekt, Wolfi. So, ich frage natürlich nur Originale da in der Runde und somit bist du auch da mit dabei. Die schrägsten wahrscheinlich waren auch in meiner Schulzeit, Lehrzeit, aber auch viel im Berufsleben. Nein, das ist nur weil das ist aber nicht in die Hoppala sind. Nein, da haben wir schon besser nicht gehabt von dir. Mein schwerster Weg? Der schrägste Weg. Vielleicht der schrägste. Ich glaube, auf krummen Wegen, das stimmt nicht ganz. Der Bernhard Haudum ist ein Geradliniger, der aber auf den krummen Mühlviertler Wegen gut gegangen ist. Und jetzt frage ich dich, weil ich weiß, da kommt immer was Gescheites aus dem Mund. Hans, nein, ich frage dich jetzt wirklich. Heute geht es um das Thema. Warte erst einmal, warte rein. Muss nochmal an, dring nochmal an. Nein, musst du erst einmal an. Ja, dring nochmal an. Muss ich sitzen bleiben oder aufstehen? Nein, hast du schon sitzen, also bleibst sitzen. Hier in der Fischer-Lehner-Straße wohnen von jung bis alt, bis älter oder jung geblieben. Und viele Hagenbergerinnen und Hagenberger. Jede Altersschicht, sag ich. Alle Generationen. Alle Generationen wohnen. Sag nichts.
Also ich habe schon von Sepp gehört, dass ihr euch Ziele setzt und der wirklich punktgenau umsetzt. Was sind so die nächsten Ziele? Die nächste Ziele ist ein Seil nach dem Interview und dass wir dann am Abend noch einmal in der Gin Tonic Bar zusammenkommen können. Jetzt hören wir da im Hintergrund ein Leben lang an deiner Seite. Ist das bei euch zwei jetzt auch so? Nein, wir kennen sie eigentlich erst seit heute. Wir genießen den Tag, die Stimmung, ein wunderbarer Tag heute. Aber schauen wir mal, ob wir ein Leben lang. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. In der Hand. Ja. Und wie geht's dir jetzt dabei, wenn du das Zepter nicht in der Hand hast? Ja, ungewohnt, wirklich. Gerade wenn du mich fragst, weiß ich nicht, was kommt, gell? Alle, einmal aber. Sehr gern, sehr gern. Wie gefällt's dir denn? Bist du schon öfter mitgefahren oder bist du jetzt das erste Mal dabei? Heute das erste Mal, Premiere. Die Sendezeit ist zu Ende. Wir haben die 5 Minuten gebucht bei ihr und jetzt haben wir schon 20. Ja, mit meinem Schamhaut. Wer soll das finanzieren? Du bist ja ein Dauerbrenner bei uns. Hoffentlich. Du hast mir jetzt aber schnell wieder das Mikrofon gegeben, gell? Es war nicht so deine Rolle, oder? Nein, ich habe mich nicht so wohl gefühlt in der Rolle und die, bei dir hat es viel besser gepasst. Hast du schon recht drauf, Adi? Mach du Sackerl rot? Ich? Wo ist überhaupt? Ja, Bralle. Dass ich als Kärntner da bei MTV einreden darf, das ist die größte Ehre, was es überhaupt gibt. Dankeschön viel, ich wünsche euch MTV, Mühlviertel TV, alles, alles Gute für die Zukunft und bleibt so, wie ihr seid. MTV.